Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video zu Shakes and Fidget und natürlich zu Informationen zum Kanal für die kommende Woche und natürlich zu euren Fragen aus dem letzten Shakes and Fidget Video. Ihr seht unten links immer noch, es handelt sich natürlich um eine Kooperation in der Mitte und oben links seht ihr mich, weil ich freue mich immer noch über das Avatar, was ich bekommen habe. Und den Link zum Spiel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt das ganze Prozedere. Wir quatschen wieder ein bisschen über das, was jetzt in der nächsten Zeit so kommen wird. Nebenbei bin ich unterwegs in der Taverne und Arena habe ich in dem Fall sogar schon gemacht, meine 10 Matches. Meine Festung steht mittlerweile auch ein klein bisschen. Da können wir wieder Sachen sammeln und ein bisschen ausbauen. Und dann gucken wir doch mal, wie wir langsam vorankommen. Wir werden auch wieder eure Sachen vorlesen. Und bevor wir zur Gilde kommen, was wir gleich auch noch besprechen werden, einmal zu euren Fragen zum letzten Video. Da hat der Jakob zum Beispiel geschrieben, wie sieht es eigentlich mit den Best-ofs aus? Gibt es nun keinen Cutter mehr? Nein, der Best-of-Cutter, der Roshwin, der ist ja erstmal, kann man das so sagen? Eigentlich, der hat einfach einen neuen Abschnitt in seinem Leben erreicht. Ich will ja auch nicht zu viel irgendwie verraten oder sowas. Viele Sachen sind ja auch privat und so. Auf jeden Fall, der Roshbin, der ist nicht mehr da. Momentan gibt es keinen Cutter, aber das heißt nicht, dass sich das in kürzester Zeit ändern könnte. Seid da gespannt, das könnte richtig krass werden. Ja? Die Frage, da wollte ich nicht so genau drauf eingehen. Britannia schreibt, warum kommt so wenig Counter-Strike und glaubst du, dass es ein CSGO 2 bzw. einen neuen Teil der Counter-Strike-Reihe geben wird? Wenn ja, wann? Counter-Strike spielen wir regelmäßig, wir nehmen es auf jeden Fall immer sonntags auf und im Optimalfall streamen wir es auch einmal die Woche. Wir hatten jetzt ja gestern wieder gestreamt, also für euch vorgestern und das war ziemlich cool gewesen. Die Folgen kommen auch wieder auf YouTube online. Die letzte Folge Counter-Strike kam gar nicht so gut bei euch an, klickzahlmäßig, und für mich muss eine Counter-Strike-Runde entweder ziemlich gut gewesen sein oder ziemlich witzig. Gibt die beiden Sachen. Und wenn es so ein Durchschnittsmatch war, dann lade ich es momentan meistens nicht hoch, weil ich da auf die richtigen Knaller warte. Auf jeden Fall haben wir aber mindestens 2 Videos Counter-Strike für euch nächste Woche. Also damit ihr da Bescheid weißt. Ach ja, und die Frage, glaubst du, dass es ein neues Counter-Strike geben wird? Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir immer noch auf die neue Source Engine umsteigen werden. Eigentlich sollte das ja so ein bisschen update-mäßig kommen. Das war ja schon angekündigt letztes Jahr nach der ESL One. Gab es diese Gerüchte. Ich hoffe, dass wir nochmal ein neues Counter-Strike bekommen. Und wenn jetzt wieder Leute kommen, das könnte man nicht machen, wegen den Skins. Die Skins kann es ja übernehmen. Also gehopst wie gesprungen in der Hinsicht. Die können ja dieselben Skins sein, können ja nur schön aussehen. Ich hoffe auf jeden Fall. Und ich hoffe bald. Ich denke aber, wir hatten 2004 hatten wir Source. Wir hatten 2013 hatten wir Go. Also 2022 können wir ein neues Counter-Strike rechnen. So, der Mr. Bossy schreibt, wolltest du nicht auch mal wieder Brettspiele im Real Life machen? Hast du dafür nicht sogar extra Equipment gekauft und sogar schon einen Raum vorbereitet? Ja, habe ich auch. Der Raum ist auch wunderschön, wirklich. Einer der schönsten Räume in dem ganzen, in unserer ganzen Bude. Aber es ist zeitlich unmöglich. Es geht zeitlich nicht. Ich bin aufnahmetechnisch, bis auf unsere Projekte, wo wir mehrere Folgen aufnehmen, plus minus null. Ja, also wenn ich Aufnahmen für YouTube mache, dann bin ich jetzt bei morgen. Ja, also das Video, was ich jetzt aufnehme, also das hier, kommt morgen für euch halt heute. Das heißt, ich bin immer ziemlich aktuell und ich kann mir keinen Puffer aufbauen. Und wenn ich dann mal einen Puffer habe, dann kommt irgendein Event dazwischen. Ich brauche einen Puffer für die ESL, ich brauche einen Puffer für Japan und für die Gamescom. Und ich hatte eins für den für die MTA gebraucht. Und dann ist alles, was man da vorgepuffert hat, wieder weg. Und Brettspieldinger, dafür bräuchte ich auch einen Puffer, weil ich dafür Zeit brauche. Liegt genauso wie an meinem Card-Game-Kanal. Wenn ihr mein Card-Game-Zimmer sehen würdet, da sind noch eine Million Karten drin, die nicht ausgepackt sind oder in einem Unboxing vorkam. Und das ärgert mich, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich liebe Card Games und ich komme da nicht zu. Ich liebe Brettspiele und ich komme da einfach nicht zu. Es ist momentan zeitlich einfach nicht drin. Ich würde es echt gern machen. Wirklich gerne. Ich gucke immer so ein klein bisschen noch ein paar Fragen raus.
eine hatte ich nämlich eigentlich sogar noch. Der Anubis bedankt sich für die vielen Streams in letzter Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hast Spaß. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Okay, und sonst geht es in dem Fall noch oft um die Gilde. Kann ich verstehen. Deswegen lasst uns da doch einhaken. Gilde, Shakes and Fidget. Es können nur 50 Leute rein. Das ist erstmal ein Problem. Wir haben einen Discord-Channel, also der Discord-Link ist eigentlich immer unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es einen Shakes and Fidget-Channel, den haben wir seit dem letzten Video aufgemacht. Und dort könnt ihr reinkommen. Über diesen Discord-Channel verwalten wir auch ein klein bisschen die Gilde. Ihr seht, wir haben jetzt einfach mal 50 Leute eingeladen. Blackhawk und Nopi, auch zwei meiner Mods aus dem Livestream, habe ich hier zum Mod gemacht. Und hier sind schon einige Leute drin. Viele, die man auch so aus der Community noch kennt. Der Metasky kenne ich, den Total Tricky, der rockt. Wenn ich jetzt hier überspringe und einen vergessen habe, den ich auf jeden Fall auch kenne, dann tut es mir leid. Der Alpha Soldier, das sind halt alles Namen, die sieht man super oft. Also die lese ich immer wieder und die sind in der Community schon länger mit dabei. Deswegen fällt es mir halt auf. Da könnten natürlich auch noch mehr drin sein. Und wenn ihr in den Discord kommt, können wir allgemein besser quatschen. Vielleicht ist es auch möglich, oder vielleicht habt ihr Interesse, dass wir eine Margin League 2, eine Margin League 3 und so weiter aufmachen, bis alle unterkommen. Aber jetzt macht ihr nicht einfach auf und postet den Link, sondern geht in Discord und schaut das, fragt, ob ihr Leute dafür habt und dann sprecht euch ab. Nicht, dass wir zweimal eine Margin League 2 haben. Also lasst uns so eine Struktur machen, wo wir richtig viele Gilden aufmachen mit 50 Leuten, wo dann alle reinkommen. Hier in dem Fall wird es so sein, wir werden Leute, die inaktiv sind, wieder rausschmeißen. Das ist, kann von einem Video zum anderen sein. Also zwischen meinen Videos sind 6 bis 7 Tage immer und wenn hier bei einem steht, Alter, der war 15 Tage nicht online, dann sieht's nicht gut aus. Aber es ist eher alles lockerflockig. Ihr müsst nicht pilzen, ihr müsst kein Geld ausgeben oder sonstiges. Alles eher chillig. Wir gehen auch nicht auf Platz 1, aber vielleicht können wir uns ja trotzdem irgendwo oben einsiedeln und ein bisschen Spaß haben. Trotzdem inaktiv sollte man nicht sein, wenn man mal einen Tag nicht spielt oder nicht pilzt oder so. Kein Thema. Alles kein Problem. Alles easy. Und ja, hier sind dann schon ein paar Leute drin. Natürlich vom Level her der Sektor mit 196. Ansonsten sieht man, dass hier alle ungefähr sonst gleichzeitig angefangen haben, weil das sind alles die Leute, die wahrscheinlich nach dem letzten Video gestartet haben, also viele davon, sieht man so ein bisschen am Level. Also, es ist noch nicht verloren. Ihr könnt immer noch der Margin League beitreten, indem ihr einfach ins Discord kommt. Und ob ihr jetzt in der Margin League 1, 2 oder 3 seid, ist eigentlich egal. Ja? Wir machen das zusammen und im Discord bin ich dann auch ab und zu mal und dann schauen wir uns einfach mal an, was da so läuft, damit ihr auch Bescheid wisst, was da im Discord so abgeht, beziehungsweise auch hier in der Margin League. Wenn ihr weitere Fragen habt, die euch so interessieren, dann schreibt sie mir gerne wieder in die Kommentare. Zur Gilde kommt ins Discord und na, könnt man fragen. Allgemeine Fragen, die ich im Video beantworten soll, die für euch vielleicht ganz interessant sind, die gerne unter das Video. Allgemein würde ich mich natürlich auch sehr über den Support freuen, gerade dieses kleine FAQ-Ding. Einfach mal kurz ein Like da lassen, wäre schon geil. Ich versuche nochmal, ob ich noch eine Frage finde, die jetzt nicht mit der Gilde zu tun hat. Der Felix BG schreibt, ist Project Winter jetzt wieder vorbei oder kommt das morgen oder so? So, wahrscheinlich hat er das Samstag geschrieben, es kam Sonntag. Das kommt einmal die Woche, bis dato noch. Liegt natürlich auch an euch, wie lange euer Interesse da ist. Diese Woche kommt auch eins. So, Johann Kohlehoff schreibt, warum ist da du zweimal im Thumbnail? Okay, ich weiß, das Thumbnail von letzter Woche. Der Two-Laner, der fragt auch nach den Brettspielen. Ah, das ist ein Riesenthema, auch bei Draganta LP. Das ist... Alter, es geht ja echt viel darum. Ich sehe gerade, wo das Interesse hingeht. Die Brettspiele. Ey, ihr glaubt nicht, wie gerne ich das machen wollen würde. Problematisch wird momentan, mit wem machen wir das? Also hier, ich könnte Brettspiele mit Shigo machen, klar. Und mit Maru. Ansonsten wird es schon ziemlich knapp, wen ich hierhin einladen könnte. Wenn, müsste irgendeiner übers Wochenende herkommen oder so. Weil sonst keiner in der umliegenden Nähe wohnt. Einer schreibt, ich finde deine Einstellung zu den Brettspielen schade. Das, nee, meine Einstellung hat damit gar nichts zu tun, weil meine Einstellung von Interesse zu Card Games und Brettspielen hier oben liegt, aber gleichzeitig auch mein Interesse für Streaming und YouTube hier oben liegt und der Tag irgendwie nur 24 Stunden hat. Ich kann es nicht aufbringen. Mein Tagesablauf ist,
Ich bin um 7.30 Uhr, stehe ich auf und bin nach dem Duschen direkt am Rechner. Also ich bin 7.50 Uhr, ne, wenn ich, ne, bin ich am PC. 8 Uhr bin ich am PC. Und dann fange ich halt an, die Videos noch aufzunehmen und so weiter. Das ist ja auch kackegal. Auf jeden Fall beschäftige ich mich mit YouTube, wenn wir morgens Aufnahmen haben, mittags Livestream, abends Aufnahmen, bis circa 1 Uhr nachts. Dann spiele ich nur eine Runde LOL. Ja? Und dann ist 2 Uhr. Dann gucken wir aber noch eine Serie, weil ich ja auch noch irgendwas anderes machen möchte. Und gegen 3 Uhr gehe ich schlafen. Und dann ist wieder 7.30 Uhr. Viele Projekte, gerade im Multiplayer-Bereich, sind halt einfach nicht so einfach vorzuproduzieren. Ja, 100 gute Runden Fortnite oder Apex ist nicht so einfach wie, ich spiele ein Singleplayer-Spiel von, ja, zum Beispiel Mario, also durch, was natürlich auch nicht abwertend gemeint ist, wo ich an einem Tag 10 Stunden zocke und dann für den Monat fertig bin, was meine Aufnahmen angeht. So ist das im Multiplayer-Bereich leider nicht. Bei Fortnite musst du immer auf die aktuellen Patches achten. Bei Apex brauchst du erstmal genug gute Runden. Und dann muss natürlich auch euer Interesse noch da sein. Und dann will man auch noch mit den Spielen variieren. Wenn wir mal so ein bisschen durchgehen, wir spielen TDT, wo die Aufnahmen ja länger sind als bei anderen Projekten. Wir haben mehrere Battle Royale Spiele, wo du nicht immer eine Runde zusammenbekommst. Wir haben Counter-Strike, was immer eine Stunde geht und dann, ob das was wird, weiß man nicht. Und dann wechseln wir noch ab mit einem Human Fall Flat, mit einem Gangbeast, mit Pummelparty, ist ja auch egal, mit Golfspielen, mit irgendwie tausend anderen Spielen und am Ende bleibt halt keine Zeit. Und wenn, dann sagst du dir, okay, komm, heute ist Samstag, ich würde gerne mal Pokémon Go spielen gehen. Zack, ja, dann hast du die Zeit dafür genutzt, das würde ich auch gerne weiterhin machen. Brettspiele ist ein unglaublich schwieriges Thema, weil Vorbereitung, Aufnahmezeit, dann noch Video bearbeiten, nimmt dir halt theoretisch 8 potenzielle andere Videos, die du hättest in der Zeit machen können, weg. Also, ganz schwieriges Thema. Nicht so, dass meine Einstellung dazu falsch ist. Auch Card Games. Ich mache da mal eine Insta-Story oder vielleicht habt ihr die Insta-Story gestern schon gesehen, weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe, wenn ich das Video fertig habe, gehe ich rüber. Und dann könnt ihr mal angucken, was ich da noch habe an Karten. Das werde ich nie unboxen können. Der Ding ist durch. Ich brauche eine Stopwatch. Ich brauche eine Uhr zum Zeitanhalten. Ich überlege auch gerade mal, ob es einen Termin geben könnte, wo man sich mit Leuten trifft, wo man sagen könnte, okay, komm, jetzt machen wir, wir nehmen jetzt Brettspiel auf. Dann kommt hier kein Mensch, kommt nach Dortmund. Ja. Ich kann es verstehen, es tut mir auch leid. Ich glaube, ich werde es auch erstmal nicht mehr ankündigen, dass Brettspiele kommen, ne, weil die Umsetzung einfach momentan nicht möglich ist. Aber es ist nicht meine Einstellung dazu. Es ist wirklich ein zeitlicher Zwiespalt, der da gerade herrscht. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es so ist. Ansonsten würde ich mich natürlich selber über Kommentare freuen. Wenn ihr Shakes mitmachen wollt, kommt gerne ins Discord. Link zum Spiel und in der Videobeschreibung. Wir spielen auf S39. Wenn ihr ebenfalls anfangen wollt, joint der Margin League. Wenn ihr noch kein Abo für den Channel dagelassen habt, würde ich mich natürlich selber über Unterstützung freuen. Auch gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.